4 Tore fielen heute bei gegnerischer Überzahl. Das ist was, das ist natürlich, dann läuft das Spiel nicht gut für dich. Dann hast du auch einige Fehler gemacht, dass du vielleicht die eine oder andere Strafzeit nimmst, die du nicht ziehen müsstest. Insgesamt, glaube ich, war das dann im Endeffekt spielentscheidend. Wenn du 15 Minuten in dem Spiel in Unterzahl spielst, dann ist es halt echt schwer, gegen eine Mannschaft wie Mannheim zu gewinnen. Die Jungs haben gearbeitet über 60 Minuten. Ich habe keine Durchhänger gesehen. Dennis Endras hat die Chancen, die wir hatten. Die Zweikämpfe vor dem Tor konnten wir nicht so gestalten, dass wir daraus Kapital schlagen konnten. Das ist definitiv auf jeden Fall ein Thema. Mannheim hat einfach sehr effizient in Überzahl sich immer wieder den Vorteil besorgt. Ich glaube, das ist im Endeffekt das Fazit. Für uns geht es morgen weiter. Auf der einen Seite ist es gut. Wir haben direkt eine Möglichkeit, uns zu rehabilitieren hier. Wir sind auf jeden Fall in einer Phase, wo da auch eine gewisse Frustration in der Mannschaft ist. Die Jungs sind unglücklich in der Kabine, die sitzen und hadern mit sich. Aber ich glaube, wir haben immer wieder gezeigt dieses Jahr, was wir für eine Mannschaft haben, der Charakter der Mannschaft. Ich mache mir da absolut keine Sorgen drum. Und ich weiß, dass wir morgen und auch die nächsten Spiele mit der richtigen Einstellung reingehen werden und versuchen werden, die Sachen, die wir besser machen müssen, Teamdisziplin, ein bisschen unser Durchsetzungsvermögen vor dem gegnerischen Tor, die werden wir besser machen und dann drehen wir das Ding wieder rum. Ja, es waren deutlich zu viele Strafen heute. Die haben uns mehr oder weniger das Spiel gekostet. Wir haben 4 Tore in Unterzahl bekommen und vorne sind wir einfach nicht konsequent genug, die Tore zu machen. Wir haben viele Chancen. Ich glaube, wir hatten am Ende mehr Schüsse als Mannheim. Aber ja, es fehlt uns halt leider an der Verwertung. Ja, wir müssen weiter unser Spiel spielen, ja, ein bisschen schlauer einfach in die Zweikämpfe gehen, den Schläger lieber auf dem Eis lassen als irgendwie am Körper vom Gegner. Ich meine, es ist immer einfach zu sagen, aber ja, es ist auf jeden Fall vermeidbar. Schulter nach hinten, Kopf hoch, gar nicht mehr an das Spiel heute denken und morgen einfach besser machen.